you see the signs of a thing? Tidal Flow ist oder war ein Ambient-Projekt, das ich mit Brandon Gonsalves betrieb, einem Musiker aus dem indischen Gujarat. Innerhalb von 3 Jahren haben wir 3 Alben aufgenommen und das war eine wirklich großartige Erfahrung. Wir hatten dabei mit allerlei Produktionsmethoden experimentiert und musikalische Ideen wie Ping-Pong hin und her geworfen. Der erste Beitrag trägt den Titel Continuum und erschien 2014. Die Tracks sind sehr inspiriert und es ist ein guter Ambient-Sound, der auch mal etwas in Richtung Fourth World schielt. Auch dieses Album gibt es umsonst, also hört mal rein und lasst mich wissen, was ihr davon hält. Nicht privat. Ich meine, das ist so eine Sache. Ich freue mich natürlich schon, wenn mir jemand schreibt, aber hier ist ein Beispiel aus meiner schriftstellerischen Sphäre. Ich habe vor nicht so langer Zeit eine wirklich nette Mail bekommen, wo jemand, den ich nicht kannte, ein Buch von mir lobt und im Detail erläutert, warum dieses oder jenes daran so faszinierend ist. Und ich lese das dann auch natürlich gerne und freue mich und antworte natürlich. Aber gleichzeitig denke ich mir, ja, warum erzählen mir das die Leute hinter vorgehaltener Hand? Ich drucke doch keine Sexmagazine. Es muss doch sofort auffallen, dass ich, was künstlerische Bekanntheit betrifft, vollkommen im Schatten stehe. Ich brauche nicht, dass mir Leute heimlich zuflüstern, ich wäre gut. Ich brauche einen öffentlichen Buzz. Naja, ich habe mich trotzdem gefreut, so ist es nicht. Zurück zum Thema Continuum. Das ist ein gelungener Ambient-Wurf und es dürfte ein Album sein, das einem durchaus zum Beispiel einen Nachmittag im Büro versüßen kann, wenn man etwas am Computer macht, was vielleicht etwas langatmig ist, aber gleichzeitig doch gewisse Konzentration braucht, sodass auffälligere Musik ablenken würde. Dies ist also eine musikalische Reise, die einerseits extrem abenteuerlustig ist, aber auf der anderen Seite nicht sehr aufdringlich daherkommt. Dieses Prinzip wurde noch stärker bei dem 2. Album von Tidal Flow umgesetzt, mit dem Titel Xenoi, das 2015 rauskam. Das Album ist weiterhin experimenteller Ambient Sound, doch ein wenig programmatischer als der Vorgänger. Es beschäftigt sich mit Migration, was 2015 das große Thema war, aber auch mit dem Weltraum. Da sind ein paar wirklich charmante Tracks drauf, auf die ich eigentlich sehr stolz bin. Thank you.
Das dritte und letzte Album kam in 2016 raus und trägt den Titel Music for Exhibitions, natürlich augenzwinkernd in Anspielung auf Brian Eno und sein seminales Album Music for Airports. In der Tat war es unser Konzept, Musik zu machen, die man sich im Hintergrund von Vernissagen vorstellen kann. Bei dieser Musik darf man also nicht daneben sitzen und erwarten, dass sich etwas ändert oder etwas passiert. Die Zeit muss man da gänzlich vergessen und es mehr als eine stimmungsschaffende Klangtapete wahrnehmen. Von den drei Tidal Flow Alben bin ich mit diesem Album am wenigsten zufrieden. Der kurzlebige, kreative Funke zwischen Brandon und mir schien da fast schon aufgebraucht zu sein. Dennoch sind dort ein paar interessante Tracks zu finden, mit denen man gut eine sphärische Playlist bereichern kann. Übrigens, Brandon hatte ja wie ich noch seine eigene Band Genesis Child, deren letztes Album dann ebenfalls bei Anna macht Urlaub erschienen ist. Und das ist ein verdammt cooles, sphärisches Werk, das sehr gut produziert ist und eindeutig mehr Beachtung verdienen würde. Auch dieses Album kann man umsonst downloaden, einfach dem Link auf der Anna macht Urlaub Seite folgen und reinhören. Somit support your artist, unterstütze deinen Künstler, hört euch da mal durch, experimentiert mit dieser exotischen Klangsphärenwelt, downloadet euch gerne, was ihr findet und teilt und verschenkt es gerne weiter. Einige der Ambient-Tracks eignen sich sehr gut dazu, wenn man nachts durch die Landschaft fährt oder durch eine Stadt. Das ist teilweise eine tolle Stimmung, aber aufpassen bei Übermüdung, Ambient hat die Tendenz, einen noch tiefer in den Schlaf zu ziehen. Das war's dann schon wieder mit In eigener Sache und bis zum nächsten Mal.